Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Afghanistan, Somaliland, Indien, Syrien, das sind Namen von Ländern, die für uns nach Krieg, nach Elend, nach Katastrophe klingen. Für unseren heutigen Gast aber sind es Stationen ihres Lebens gewesen, an denen sie geholfen hat und mitgelitten hat, aber auch Sinn in der eigenen Tätigkeit und Freunde gefunden hat. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Gabriele Fender. Hallo. Frau Fender, nochmal, das sind ja alles Katastrophen und Elend, schreit einen da ja förmlich an, Sie mittendrin. Warum tun Sie sich das an? Wenn ich zurückdenke, also das sagen wir immer wieder meine Freunde und Familie, dass ich schon immer davon gesprochen habe, dass ich mal Missionsärztin in Afrika werden möchte. Als Kind haben Sie schon davon erzählt? Als Kind habe ich schon immer davon erzählt. Und ja, also ich denke mir jetzt, dass das wirklich so, ja, Gott hat das in mich hineingelegt, diesen Wunsch, der erstmal, weil ich in der DDR groß geworden bin, mehr ein Wunsch war, als dass er Wirklichkeit werden konnte. Und das habe ich aber immer festgehalten und verfolgt, bis es endlich wirklich dann in die Weite gegangen ist, wo ich merke, das ist wirklich meine Berufung, das, was ich machen soll. Klingt so ein bisschen nach Albert Schweitzer, war der ein Vorbild oder so? Nein, eigentlich nicht. Ich habe über den nicht so viel gelesen, okay. Weil Sie sagten, so in der Kindheit und ja, so, genau. Da hatten Sie schon die Idee, Missionshospital oder Missionsärztin irgendwo. Aber es war ganz was Eigenes, was bei Ihnen gewachsen war. Das war ganz was Eigenes, ja, genau. Gut, was man sich als Kind vorstellt, ist ja was anderes zu dem, was dann die Realität im Erwachsenenleben ist. Aber der Wunsch hat sich durchgesetzt und Sie haben es auch nicht bereut? Nein, überhaupt nicht, nee. Also, es ist nicht alles leicht und ich hatte schwere Zeiten und Hochs und Tiefs, aber wirklich das, was, wo mein Herz wirklich dabei ist, wo es schlägt und wo ich weiß, das ist echt das, wo ich so eine Erfüllung finde auch in dieser Arbeit, ja, das möchte ich nicht missen. Was ist denn das, was Erfüllung macht? Also schon einmal, ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung, aber auch ein besonderer Segen, wenn man in diesen Kulturen leben darf, mit den Völkern, mit denen ich gelebt habe und gearbeitet habe. Das finde ich so ein Vorrecht, das kennenzulernen. Und ich denke immer wieder, das zu sehen, wie andere Menschen leiden und wie furchtbar es ihnen geht. Das erfüllt mich mit so einer Dankbarkeit, wo ich denke, wow, also schön, dass ich hier geboren werden durfte und hier aufgewachsen bin. Das ist so was Besonderes, was ich jedem wünsche, dass er das mal sieht. Mhm. Also wo ich denke, ja, also einfach dabei zu sein bei diesen Menschen und natürlich ihnen zu helfen, das ist dann die andere Seite, das ist das Geniale. Mhm. Wenn Sie so viel gesehen haben, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, was denn das Eindrücklichste war. Aber in Bezug auf das, was Sie am meisten erfüllt hat, Sie haben es gerade gesagt, also sich einfach mal vorzustellen, in was für einem Elend Menschen leben, da wird man so dankbar für das, was man selber hat. Mhm. Was hat denn da am meisten geholfen oder zu diesem Punkt geführt? Also wo ich versuche, mich auch drauf zu konzentrieren, sind die einzelnen Personen. Also weil das Elend in diesen Ländern ist so groß, man kann nicht allen helfen. Und da hilft es, wenn man sich wirklich auf einzelne Menschen fokussiert und dann einfach in einem Menschen die Augen aufleuchten zu sehen, weil wir dem Menschen wieder Hoffnung gegeben haben, sei es durch medizinische Betreuung oder sei es eine Frau, die sonst in den Venen gestorben wäre, weil sie nicht normal entbinden kann. Und wir haben Kaiserschnitt gemacht und die Frau und das Baby sind gesund und die Familie freut sich. Einfach einzelnen Menschen wieder Hoffnung gegeben und Leben oft auch. Also das ist das Geniale. Und das ist in allen Ländern passiert, in denen ich bisher gearbeitet habe. Also kann man gar nicht sagen, hier war es besonders eindrücklich oder dort. Mhm. Also für mich persönlich klingt Somaliland am schlimmsten, wenn ich das so sagen darf, weil damit verbindet man ja eigentlich eine totale Staatenlosigkeit und nur marodierende Krieger und Milizen. Wie ist es da überhaupt für Sie auch mit der Sicherheit bestellt? So was fragt man sich natürlich auch als Außenstehende, wenn man dann die Sprache nicht kennt. Wie machen Sie das? Also in Somaliland hatten wir natürlich, ich sag mal, wie kann man sagen, Militärschutz, also Militärpolizei wurde uns vom Staat gestellt, mit denen wir immer unterwegs sein mussten. Also wir durften keinen einzigen Schritt ohne diese bewaffneten Polizeikräfte tun. Und das war schon komisch, aber man gewöhnt sich an alles. Also man weiß einfach, die laufen einfach mit einem mit. Wir hatten auch Situationen, wo wir wirklich gemerkt haben, die beschützen uns. Also die nehmen ihre Aufgabe ganz sehr ernst. Und wir haben unsere Sicherheitspläne
für jedes Land, in dem wir arbeiten, ganz streng vorgeschrieben. Also um einfach so viel wie möglich vorzubeugen. Aber ausschließen kann man natürlich nichts. Ne? Mhm. Und das weiß man auch vorneweg. Ne? Also ganz bewusst muss man sich dafür entscheiden, in solchen Ländern zu arbeiten. Ja. Schauen wir gleich noch ein bisschen genauer hin, was Sie eigentlich mit der Angst machen, die Sie wahrscheinlich auch mal gespürt haben oder ab und an spüren. Schauen wir erstmal auf die Situation, in der Sie heute sind. Sie sind jetzt in Jordanien und kümmern sich dort um syrische Flüchtlinge. Wie kann man das denn machen? Also man kann doch da nicht einfach auftauchen und sagen, so, hallo, hier bin ich, ich will euch helfen. Wie geht das? Ja, genau. Also wir als Hilfsorganisation MedAir, wir haben die Lage sehr lange beobachtet mit der syrischen Krise, weil das war ja schon so am Anfang, dass gedacht wurde international. Das ist eine ganz kurze Auseinandersetzung, kurzer Krieg und die Lage entspannt sich schnell wieder. Und als doch aber die ganze Sache sich hingezogen hat und die Zahl der Flüchtlinge immer größer wurde in den angrenzenden Ländern, hat eben MedAir sich entschieden, okay, wir schicken ein Team in diese angrenzenden Länder nach Libanon und Jordanien. Und dann kommt man dort an als Team und schaut erstmal, man muss dann sich mit den ganzen UN-Organisationen treffen, mit der Regierung, mit allen, die einfach Einfluss haben und Sachen bestimmen. Und dann schaut man, ist es wirklich wichtig, dass wir dort arbeiten? Gibt es eine Lücke? Und ist das das, was MedAir macht normalerweise als unsere Vision? Und dann, wenn man sich dafür entschieden hat, ja, wir können hier Projekte ausführen, dann muss man in die Details gehen, welche und wie und wo, genau. Also es ist ganz viel, also einfach Meetings und mit Leuten sprechen und rausfinden, wie ist die Lage, genau. Die Lücke, die Sie gefunden haben, schauen wir uns an, aber erstmal zeigen wir jetzt mal, was wir Leute gefragt haben auf der Straße in Hamburg, was sie denn überhaupt von Syrien, von dem Konflikt oder Krieg, muss man ja wahrscheinlich sagen, wissen. Was wissen Sie zur aktuellen Situation syrischer Flüchtlinge in Jordanien? Ich weiß nur, dass es immer mehr werden und dass sie menschenunwürdig da leben müssen. Das ist eigentlich alles. Ja, dass es da viele gibt und dass die Jordanier jetzt auch schon Angst haben, dass sie nicht genügend zu essen haben und dass es viel Elend gibt und Zeltlager und Vertreibung. Ich gucke sehr selten Nachrichten und von daher habe ich da auch nicht so die Infos drüber. Es sieht mies genug in der Welt aus, aber die Leute machen das ja mal alles noch schlimmer. In Syrien ist ganz schlimm für mich. Man wird überflutet letztendlich mit schrecklichen Nachrichten und ich kann die auch gar nicht mehr alle direkt auseinanderhalten. Da müsste man erst mal im Land ein bisschen was machen, um den letzten Endes wieder zurück zu bewegen sozusagen, dass sie wieder Perspektive haben. Das waren die Leute auf der Straße. Sie haben bei vielem, was die gerade geantwortet haben, diese Menschen zustimmend genickt. Was haben Sie da wiedergefunden? Also gerade was der letzte Herr gesagt hat, dass man im Land, also damit meinte er ja in Syrien, etwas tun sollte, auch dass die Leute wieder zurückgehen, die Flüchtlinge. Also das ist zum Beispiel für die Regierungen der Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, am allerwichtigsten. Also gerade wenn man Jordanien sich anschaut, die haben nur 7 Millionen Einwohner und 2 Millionen sind schon Flüchtlinge von vorherigen Kriegen. Naja, die Palästinenser, die Iraker. Ja. Und eigentlich war Jordanien nicht bereit, die Grenzen wieder aufzumachen. Ich habe gerade hochgerechnet, das wären 25 Millionen Menschen, wenn man es auf Deutschland umrechnen würde. Ja, genau. Also das ist wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, wie solche Länder diese Flüchtlingsströme aufnehmen können. Und Jordanien hat seit 1948 Flüchtlinge aufgenommen. Seit 1948, genau. Mhm. Ne, die ganzen Jahre. Und sie wurden sehr unter Druck gesetzt, die Grenzen für die syrischen Flüchtlinge aufzumachen. Das wollten sie erst nicht. Und wer setzt denn dann unter Druck? Okay, das ist politisch unter Druck gesetzt von den arabischen Staaten, von den Golfstaaten. Die sind politisch gesehen sehr daran interessiert, an dieser Krise. Also wie viele verschiedene politische Strömungen daran interessiert sind. Aber die haben Druck ausgeübt, dass man die syrischen Flüchtlinge aufnimmt, sozusagen in den verschiedenen Ländern ringsrum. Damit der Druck aus Syrien rausgeht? Oder ist das zu verstehen? Oder wollen die Jordanien destabilisieren? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Sie haben Geld und die bringen auch viel Geld für Jordanien, um in Jordanien sich um die syrischen Flüchtlinge zu kümmern. Aber ich denke mal, das hängt auch insgesamt mit dem Syrien
mit den verschiedenen Volksgruppen dort zusammen, ja, wer wen unterstützt. Mhm. Und die arabischen Staaten und Golfstaaten haben schon ihr Interesse in verschiedenen Strömungen. Mhm. Und jedenfalls sind sie sehr interessiert, die Flüchtlinge zu unterstützen, also diese ganze Bewegung, dass die Flüchtlinge Aufnahme finden in Jordanien. Nun ist das nicht unbedingt Ihr Gebiet. Sie haben ja, bevor wir uns angehört haben, was die Bürger bei der Befragung gesagt haben, gesagt, Sie suchen sich Ihre Lücke dann da. Was war denn da die Lücke für MedAir in Jordanien, was andere noch nicht getan haben? Genau. Also wir sind in bestimmten Gebieten spezialisiert als MedAir. Als erstes kommt immer Gesundheit und Ernährungsprojekte, Wasser, Sanitär und Shelter, also Unterkunft, Infrastruktur. Das sind so die drei großen Standbeine, sage ich mal, die wir auch versuchen immer zusammen zu machen, weil sich eins das andere bedingt. Und für Jordanien haben wir geschaut, und das ganz besonders Ernährungsprojekte, eine große, große Lücke. Alles, was mit akuter Unterernährung zu tun hat, das kennt Jordanien gar nicht. Mhm. Aber mit den Flüchtlingen, die Lage war in Syrien nicht so gut sowieso. Und mit der anhaltenden Krise und keine Gesundheitsversorgung mehr dort, kein Essen, wird die Lage gerade mit den Kindern und Frauen immer schlimmer. Die sind die Ersten, die dann unterernährt werden. Also sie brauchen Vitamine und ja, genau, also alles richtig, Aufbau. Richtig Essen, ja, genau. Ah, ja. Mhm. Und da haben wir mit einer jordanischen Hilfsorganisation zusammen eine Partnerschaft abgeschlossen, eingegangen, und durch ihre Gesundheitssysteme haben wir sozusagen ein Zusatzprogramm für akute Unterernährung. Das ist ein Teil. Und die zweite große Lücke war, dass also die jordanischen Hausbesitzer waren sehr, sehr bereitwillig, die syrischen Flüchtlinge, die nicht im Flüchtlingscamp wohnen, aufzunehmen. Die hatten irgendwelche Räume und haben wirklich sehr bereitwillig ihre Türen aufgemacht. Aber mit der länger anhaltenden Krise wollen die natürlich jetzt auch Mieten sehen. Viele haben auch richtig einen Mietvertrag abgeschlossen, aber Geld haben die Syrer ja keins. Also sie kommen wirklich mit gar nichts über die Grenze. Und da haben wir ein Projekt, wo wir an die jordanischen Hausbesitzer Miete bezahlen. Also richtig mit Vertrag. Wir haben Rechtsanwälte angestellt, wo also die Jordanier direkt dann das Geld für die Miete bekommen, damit die Syrer nicht irgendwie rausgeschmissen werden und dann im Niemandsland wohnen müssen. Das ist ja nachvollziehbar, ne? Dass die Jordanier so tun. Sie, genau, haben eben gesagt, es ist ja erstaunlich, dass Sie zunächst mal all die, überhaupt die Türen geöffnet, ja, haben. Gibt es da verwandtschaftliche Beziehungen oder ist das reine Nächstenliebe? Also verwandtschaftliche Beziehungen, in dem Sinne gibt es schon viele Syrer, die von den syrischen Volksgruppen in Jordanien schon lange wohnen. Habe ich jetzt auch gerade eine Familie kennengelernt, die wohnen schon seit 17 Jahren in Jordanien. Und ich meine, es ist halt schon eine arabische Volksgruppe, sage ich mal, mit verschiedenen Stämmen. Also es ist ja sehr viel Stammesgruppen in dieser ganzen Gegend, sage ich mal. Ne? Auch Libanon, Syrien, Jordanien. Genau. Ne? Und von daher, also möchten die schon gerne helfen, den Syrern. Ne? Also sind auch sehr positiv gegenüber der Hilfe. Also ich habe noch nie gehört, dass die Jordaner sich jetzt beschwert haben oder sagen, oh, jetzt diese Flüchtlinge und jetzt müssen wir wieder denen helfen oder so, also gar nicht. Mhm. Also wo die Jordanier sehr böse darüber sind, das ist dieser ganze sogenannte arabische Frühling. Also da sind sie wirklich sehr ungehalten. Habe ich immer wieder so richtige Ausbrüche gehört, wo sie sagen, also von wegen arabischer Frühling, arabischer Winter ist das. Ah ja, also, und weil es ihnen so viele Probleme macht. Sie schauen sehr besorgt auf die ganze Bewegung. Also auch gerade was von Ägypten passiert, das ist eben ja alles ein Gebiet, ne? Sehr nah aneinander. Das ist schwer. Wenn Sie so vom MedAir erzählen, dass Sie da also Mieten übernehmen oder so, dann klingt das ja jetzt nicht so, als wäre das eine kleine Hilfsorganisation. Denn es wird ja nicht dann nur um 10 Familien geben, die da irgendwie Mieten bezahlen, sondern Hunderte. Ich weiß es nicht, wie das ist. Was gibt es von MedAir zu berichten? Also so viele Leute wissen, glaube ich, gar nichts davon. Ist es eher so, dass Sie so undercover arbeiten? Ich habe das eben gedacht, weil Sie sagten, Sie haben mit einer jordanischen Organisation zusammengearbeitet. Ist das so die Strategie? Wir hängen uns an etwas dran und verstärken die Hilfe auf diese Weise? Also das ist eine Strategie von MedAir. Das ist aber eigentlich eine Strategie, die jede Hilfsorganisation verfolgen sollte, sage ich mal. Weil es geht ja immer um Langfristigkeit. Mhm. Also MedAir wurde vor jetzt 24 Jahren gegründet, weil einfach die Not gesehen wurde. Es ging in Uganda los, dass eben dort keine Medizin vorhanden war und auch keine
sagen wir, Transportmittel, das die Medizin dahin gebracht hat. Und deswegen waren das von verschiedenen Organisationen, haben sich Leute zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen eine eigene Organisation gründen, die ganz schnell medizinische Hilfe bringen kann, in Notgebiete, in Kriegsgebiete vor allen Dingen. Und deswegen ist der Name auch MedAir, von Medicine and Air. Ja, genau. Mhm. Also das hat jetzt nichts mehr in dem Sinne mit unserem jetzigen zu tun, aber es gab auch viele Verhandlungen, ob wir unseren Namen ändern sollten und so weiter. Aber dann ist man einmal so etabliert. So eine Marke. Und genau. Ja. Und ich meine, Gesundheitsernährungsprojekte sind ein großes, großes Standbein von uns, also in allen Ländern, wo wir arbeiten. Es klang ja auch bei der Befragung eben so ein bisschen an. Eine Dame sagte, glaube ich, so, es sind so viele Katastrophen, oder ein Herr sagt das, man kriegt, also es ist ja viel zu viel. So wird es MedAir ja wahrscheinlich auch gehen. Sie können ja auch nicht überall eingreifen. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn? Wo sagen Sie, ja, da gehen wir jetzt hin. Jordanien, da können wir was machen in Syrien, aber da hinten keine Chance. Also es hat viel strategisch damit zu tun, wie sicher oder unsicher es in den Ländern ist, weil das ist eine Finanzsache auch. Also in den Ländern, wo die Sicherheit ein großes Risiko ist, dann kann das passieren, dass man ganz schnell evakuieren muss und auch sogar das Projekt schließen. Und das hat viel mit Finanzen zu tun auch. Ne? Ja. Weil dann, also wenn man Geld bekommen hat für ein Projekt und das dann nicht ausführen kann, das muss man ja wieder zurückgeben. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ja. Und das wird ja genau ausgerechnet, das Budget für ein Jahr, oder wir haben sogar 5 Jahrespläne, wie viel in welcher Region man rechnet, wie viel man Budget hat für Projekte. Und wenn das dann alles zusammenbricht, deswegen versucht dann die MedAir-Leitung zu schauen, okay, braucht man so mittlere Krisenländer auch, um die akuten Krisen so auszugleichen, sage ich mal. Also zum Beispiel Haiti war eine ganz große Naturkatastrophe, aber sicherheitsmäßig sehr sicher. Mhm. Und so muss man ein bisschen schauen. In den meisten afrikanischen Ländern, ja, die Sicherheit ist nicht so gut. Ne? Und Afghanistan, Sicherheit erst recht nicht gut. Und wir mussten eben 2 Projekte schließen im letzten Jahr aus Sicherheitsgründen. Und da geht so viel verloren, dass man das immer bedenken muss. Ja, genau. Das eine ist die Gefahr für MedAir als Organisation und für ein Projekt, aber es steht ja auch die Gefahr für die Einzelmitarbeiter, selbstverständlich. Genau. Wie werden Sie eigentlich auf so etwas vorbereitet? Wie werden Sie auf den Einsatz insgesamt vorbereitet? Oder wie bereiten Sie sich vor? Also jeder, der neu mit MedAir anfängt, der muss sich für einen Einführungskurs bewerben. Das ist ein 8 Tage langer Einführungskurs, wo man also auch durch Simulationen hindurchgeführt wird. Wo die ganzen, also das ist ein bisschen heraus erfunden, sage ich mal. Also alles, was schon mal so passiert ist in der MedAir-Geschichte, wird da alles komprimiert auf 8 Tage. Ja. Aber dass eben die Kandidaten wirklich auch mal ganz im Ernst das mitmachen müssen, was ihnen passieren könnte, sage ich mal, also was ein Risiko ist. Mhm. Und dann gibt es also so kleine Gruppen, kriminelle Überfälle und so weiter. Ja. Und dann wird auch genau beobachtet, die Kandidaten sind in kleinen Gruppen und die kleinen Gruppenleiter müssen genau beobachten, wie sich die Kandidaten verhalten in dem Einführungskurs. Und da wird da schon aussortiert auch. Ne? Und auch Kandidaten, die merken selber, oh meine Güte, also das ist vielleicht doch nichts für mich. Mhm. Und natürlich dann also viele Vorträge und so, dass man auch die Organisation kennenlernt. Mhm. Und man muss sich wirklich bewusst entscheiden dann dafür. Man muss auch mit seiner Familie zusammensitzen und denen erklären, was eben alles passieren kann und so weiter. Ja, klar. Ne? Und dann ist es Ihnen überlassen, wie weit Sie sich dann noch zusätzlich vorbereiten? Ja, genau. Weil also, ich überlege jetzt gerade so, für Afghanistan haben Sie ja beispielsweise auch eine der Landessprachen gelernt. War das unabdingbar oder haben Sie gedacht, nee, wenn ich dahin gehe, muss ich das tun, will ich das tun als Chance nutzen? Also ich habe es nicht vorne weg gemacht. Also ich meine, Englisch ist unsere Arbeitssprache, aber dann war ich sofort in so einem Niemandsland stationiert in den Bergen, wo wirklich nicht eine einzige Menschenseele Englisch gesprochen hat. Und mein Übersetzer, den ich hatte, das war ein Mann, der konnte nicht mit den Frauen sprechen. Also das war einfach ein Tabu in Afghanistan, so hatte ich keinen Zugang zu Frauen. Und das war eigentlich mein erster wirklich Anstoß, wo ich gedacht habe, ich muss die Sprache lernen. Und habe mich dann wirklich jeden Abend hingesetzt und gelernt. Und das ging, also ein Jahr habe ich gebraucht. Da müssen Sie aber talentiert sein, oder? Ja, ich denke schon, mir fällt das nicht so schwer. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn inzwischen? Also, ich habe Russisch gelernt in der Schule und Englisch natürlich. Und Tamil habe ich in Indien gelernt. Okay. Ja. Und Dari, also afghanisches Persisch, 4.
sind ja auch noch alles sehr, sehr unterschiedliche Sprachen. Ja. Na gut, Afghanistan waren mehrere Jahre. Wie viele Jahre waren das? Sieben Jahre. Was ist Ihnen davon noch in Erinnerung am eindringlichsten? Ja. Also schon, ich hatte viele Freunde auch in Afghanistan, also die mir Freunde geworden sind. Mhm. Und ich war sehr schockiert, als ich nach Afghanistan gekommen bin. Von Indien habe ich viel Armut schon gesehen in Indien, aber Afghanistan war wirklich noch mal viele Prozente schlimmer. Ja. Ja. Einfach durch den Krieg alles zerstört, aber auch in diesen Bergregionen, wo wir große Projekte hatten, die Menschen wirklich wie vor Tausenden von Jahren gelebt und wussten nichts und einfach wirklich Not und Elend und Tod überall. Mhm. Und diesen Menschen zu helfen, also das war einfach so was Kostbares. Und das ist mir immer noch, also ich habe einfach ein großes Stück meines Herzens dort gelassen. Mhm. Und ich habe immer noch viele Freunde, die mich anrufen und die fragen, wie geht's dir und bitte komm wieder. Und wirklich so eine Verbindung noch, ja, also das war besonders. Also, wie lässt sich das erklären? Also auf der einen Seite sind die Strukturen so, dass die Menschen wie aus unserer Sicht wie im Mittelalter leben. Mhm. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt gerade, die melden sich und sagen, komm noch mal. Also das heißt, es muss ja auch eine Brücke gegeben haben. Genau. Sie müssen auch verstanden worden sein mit dem, was sie tun. Mhm. Das verändert doch auch so eine Kultur, so eine lokale Kultur dann, ne? Oder? Also die werden ja dann nicht sehen, aha, so kann man es ja auch machen. So werden die das sehen. Merkt man auch solche Veränderungen? Ja, also schon. Ich meine, jetzt passiert immer Veränderung, wenn entweder Menschen von außen hineinkommen, was anderes zeigen. Und noch besser ist es aber, wenn die Menschen, ich sage jetzt mal von der Dorfgemeinschaft zum Beispiel, wenn die Chance haben, nach draußen zu gehen und zu sehen, wie es Menschen anders machen draußen und wo es gut geht, dann gehen die zurück und haben noch mehr Begeisterung, auch Veränderungen anzufangen in ihrem eigenen Dorf. Und ich habe das ganz viel erlebt. Mhm. Also natürlich vorwiegend von den Männern, weil die eben mehr Chance haben, rauszugehen. Mhm. Aber ganz viele Männer, die gesagt haben, oh, ich war in Pakistan oder ich war dort und haben das gesehen. Und die haben sich so sauber angezogen oder die haben dies und jenes gemacht. Das habe ich gleich in meinem Dorf gesagt, dass wir das auch so machen müssen. Also schon genial. Mhm. Und ansonsten so Bewusstseinsveränderungen oder auch, dass sich Praktiken ändern zum Guten, sage ich mal. Mhm. Das dauert lange. Mhm. Ja. Wie gehen Sie eigentlich mit der Angst um, die Sie doch bestimmt auch ab und an mal haben, oder? Mhm. Ja, also ich muss mal sagen, mein Taufspruch heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also das finde ich genial, dass das so am Anfang meines Lebens steht. Und ja, ich denke mal, für mich persönlich ist es wirklich Gott, wo ich weiß, er ist mein Schutz und meine Hilfe und hat mein Leben in der Hand. Mhm. Und haben Sie es auch so erfahren? So habe ich das erfahren, genau. Also immer wieder Bewahrung auch, das war noch nicht Zeit, nach Hause zu gehen sozusagen. Ne? Ah ja, also es hat auch Situationen gegeben, wo es spitz auf Knopf stand. Ja, es hat schon sehr viele schwierige Situationen gegeben, wo ich aber wusste genau. Also und ich persönlich bin auch bereit zu sagen, okay, wenn Gott sagt, es ist zu Ende, ist es zu Ende. Also das hat mir Gott auch geschenkt, so einen Frieden zu sagen, wenn ich zurückschaue, mein Leben ist erfüllt und ich möchte nichts daran verändern oder ich könnte eben sagen, okay, wenn Gott mich nach Hause ruft jetzt, dann ist es gut. Ne? Da gibt es nichts, wo ich sage, oh, ich muss aber erst noch dies und jenes erledigen oder so. Also da bin ich dankbar auch dafür. Das Tolle an Ihnen ist, man nimmt Ihnen das ab. Ich habe Sie jetzt nicht nur diese halbe Stunde erlebt, sondern auch vorher. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben, von Ihrer Arbeit. Viel Segen darf man in diesem Fall ja bestimmt sagen für das, was noch kommen wird. Vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns. Alles Gute Dankeschön. Ihnen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn wir wieder bei Bibel TV das Gespräch sind. Und Sie sind dabei. Bis dahin. Tschüss.